habe vor 2 Jahren mal Bitcoins gekauft, bin mit denen hoch und runter gegangen. Die stehen jetzt wieder irgendwie nicht schlecht an und dann höre dann wieder, dass irgendeiner was macht, dann gehen sie wieder runter. Verstehe sowieso die Welt. Alles in Maßen. Ich habe vor kurzem eine schamanische Session gehabt mit einem Schamane auf der Insel. Mhm. Hab dieses Getränk zu mir genommen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. War ja nicht in Heilbronn. War ja nicht in Heilbronn, genau. Das Rooms Club, genau. Ja. War, was ja ihm jetzt alleine gehört, wo ich jetzt auch raus bin, war für mich eine ganz klare Voraussetzung, wenn wir dieses Ding bauen, dann kommt die geilste Anlage der Welt rein. Mhm. Ja, dann kostet es halt 60.000, 70.000 Euro, aber da war es mir auch leid. Du gehst schon in den Leder rein, dann die ballern dir deine Ohren zu. Boah. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, vom Hanex-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanex-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale. Folge 3. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer. Da sind wir gerade und vom Hanex-Magazin. Mein Name ist Robert Mucha, Chefredakteur des Hanex-Magazins. Ich nehme immer interessante Gäste mit auf eine Tingeltour durch Heilbronn und die Region. Und dann sprechen wir über die Leute, was sie getan haben, was sie tun und so weiter. Den Podcast, den gibt es in eurer Lieblingspodcast-App, ob auf dem iPhone, im iTunes Store, im Google Play Store, auf dieser Soundcloud etc. Und auf YouTube kann man das Ganze auch angucken. Wenn ihr Anregungen habt, Gästewünsche und so weiter, eine Mail an originalteile@hanex-magazin.de. Und wer diesen E-Golf, den man beim Fahren nicht hören kann, probefahren will, schreibt an eprobe@hagelauer.de. Und kann da was Schönes ausmachen, eine Fahrt. Und die Gäste bringen eine Playlist mit, die stellen wir auch online. Dann kann man hören, was ihr so beim Autofahren hört. Und dann reden wir über Heilbronn und so weiter und so fort und legen los. Heute dabei, Ralf Munz. Ich freue mich unglaublich. Ich mich auch. Dass du mein Fahrgast bist heute. Und, wird cool. Freue mich auf ein Anekdotenfeuerwerk aus den 80ern und 90ern. Schauen wir mal, genau. Schauen wir mal. Als erstes machst du mal Klimaanlage an, weil hier ist so heiß mit uns vier Jungs. So. Sehr schön, hervorragend. Das Ding mal auf mich Philipp, stellen. Du sagst, wenn es zu laut ist. Ja, alles gut. Alles gut? Ja. Wie immer mit dabei Philipp Seitz mit Kopfhörern für den Ton zuständig und Sebastian Zickeli, der das Video dann zusammenschneidet. Unsere Sidekicks, so nennen wir die zwei Jungs. Und jeder Fahrgast nennt uns 3 Ziele, die wir anfahren. Mhm. Was hast du uns mitgebracht? Die Werderstraße 118, das erste Ziel. Da sind wir ja gleich. Da sind wir gleich. Hintergrund, das will ich ja bestimmt gleich wissen. Ja. Genau, aber zuerst vielleicht ganz kurz, wer bist du? Was machst du für Leute, die dich nicht kennen in Heilbronn? Da gibt es aber nicht so viele. Okay, ich bin Ralf Munz, heiße Ralf Munz, bin mittlerweile 55 Jahre alt. Komme aus Stuttgart ursprünglich, bin dann mit 13 irgendwann mal nach Ilsfeld gezogen, mit den Eltern zusammen. Und wie alt war ich da? 24 oder so. Mit 24 kam ich dann in die Werderstraße 118. In die Heilbronner Südstadt. Das war die Heilbronner Südstadt, genau. Von Ilsfeld direkt nach Heilbronn. Und was hast du in Heilbronn damals getrieben? Noch nichts. Ich habe noch draußen in Ilsfeld bei meinem Vater gearbeitet. Wir haben so eine Kälteklimatechnik gehabt. Mhm. Und in dieser Zeit hat sich dann aber, glaube ich, das Caipirinha schon entwickelt. Wir haben da mit Thomas Aurich damals das Caipirinha gemacht. Mhm. Ich glaube, das habe ich mit 26 eröffnet. Ich glaube, ja, so 2 Jahre vorher bin ich nach Heilbronn gezogen. Das Caipi war das also Caipi, der Start in deiner Gastro-Uni. Ja, das war das erste, genau. Ja, komischerweise war ich früher nicht oft in Heilbronn weg. Wir waren in Stuttgart weg, in Ludwigsburg weg. Waren da auch immer in coole Kneipen. Die auch als du hier gewohnt hast? Schon. Ja, ja, also, ja. Also von Ilsfeld natürlich war das eigentlich einfach. Mhm. Und da gab es coole Kneipen, gab es coole Bars, gab es coole Restaurants. In Heilbronn war das immer so ein bisschen, naja,
wie soll man sagen, traurig, das ganze Spiel. Da sprechen wir von 80ern. Von den 80ern, ja, genau. Das war dann also 26, ja, 89, 90. Mhm. Dem Dreh haben wir Sky Pirin ja eröffnet. Mehr oder weniger eigentlich auch, dass man selber was Gutes hat. Ja, zu der Zeit gab es die Laube, die Altstadt. Da waren wir geprägt, glaube ich, das Itz gab es auch noch früher. Mhm. Aber dann waren wir eine große Lücke und Bars gab es nichts. Und dann haben wir uns entschlossen, das Ding da zu machen. Was am Anfang natürlich ein großer Reinfall war, wie alles neu in Heilbronn. Und auch wie bist du dann drauf gekommen von Kältetechnik auf Gastronomie? Weil du selber gerne Gast warst? Oder? Ja, irgendwie hat mich das, was hinter der Bar passiert, immer ganz schön interessiert. Also alles, was da drin steht, wie es lief, wie es funktioniert hat, das hat immer mein Interesse geweckt. Das war ich auch, so ein Motor, der mich dann antrieb, das professionell zu machen. Siehst du? Ja, zweiter Stock. Habe ich damals bei meiner Freundin Monika Hindler gewohnt, die heutige, also die Mutter unseres gemeinsamen Kindes. Und das war quasi der Anfang. Ja. Hast du es nicht weit zur Altstadt gehabt? Aber? Ja, ja, aber das war dann schon eher, ja, genau, ein anderes Kapitel. Wobei, da habe ich mal eine Party gemacht. Ich habe zwei Partys in meinem Leben gemacht, allein. Also die eine war auf dem Gaffenberg, nee, nicht Gaffenberg. Jägerhaus, hinter drin diese Schlucht, kennst du die? Im Waldheim. Ja, genau, hinterm Waldheim, ja. Ja, das war geil. Da haben wir von der, wie heißt denn das, vom Landratsamt, konnte ich damals Dia-Projektoren ausleihen. Mhm. Da haben wir quasi so Affen und weiße Kuh, was auf die Fels. Okay. Ja, das war echt cool. Langes her. Das zweite, was wir jetzt fahren wollen, ist der Main Shop. Hochheimer, genau. Das ist so eine Weiterleitung. Ich kam, sah. Und dort hast du dich dann eingekleidet? Nee, dort habe ich die Alex kennengelernt, meine jetzige Frau. Ah. Das war dann so ein Punkt, das hat mich immer anzogen. Ja. Macht sich jetzt dann traurig, dass der Hochheimer nicht mehr da ist? Ja, also sie mehr natürlich wie mich. Ich hab da, hat sie dort gearbeitet? Ja, die hat mir ziemlich viel verrücktes Zeugs verkauft. Ja, das war cool. Okay, da hast du deine zweite Liebe deines Lebens. Genau, ja gut, ja genau. Gab es zwar noch ein paar dazwischen drin, aber das war dann schon das große Etwas. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir haben jetzt den 18-jährigen Hochzeitstag gehabt. Mhm. Und wir haben ja geheiratet 2 Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben. Okay. Und witzig war ja, du weißt schon noch, als du damals bei uns warst, also im Kühlschrank, gefilmt hast. Das war so ein Tag, wo wir kurz davor waren, alles hinzuschmeißen. Weiß nicht, ob man das gemerkt hat, als die damals gefilmt hat. Wir waren echt hochprofessionell. Wenn man sich das Ding heute anschaut, dann müssen wir wirklich lachen. Aber. Okay. Ja. Und dann aber mal weiter, Kai Perinia. Kai Perinia. Ende der 80er hat er das dann aufgemacht. Und als ich 26 war, dann genau. Und du standst dann richtig hinter der Theke oder hast dich ums Marketing gekümmert? Um das Ganze drumherum. Theke war nie mein Ding. Also Theke konnte ich ja nicht so gut wie andere, glaube ich. Und ich konnte das Ding eigentlich ganz gut organisieren. Und der Thomas Aurich war ja derjenige, der das dann mit mir als Partner umgesetzt hat, ja, und die ganze Lieferante besorgt hat und das ganze Background gemanagt hat. Ja. Lief natürlich nicht am Anfang, weil alles, was du in Heilbronn aufmachst, braucht eine Weile. Die Heilbronner sind in vielen Bereichen sehr zurückhaltend. Und dann haben wir natürlich irgendwann mal aus der Not raus, weil ich nur noch einen Geschäftsführer drin gehabt, und es dann irgendwann mal weitergegangen, abgegangen. Okay. Und wie lange ging das dann aber in Heilbronn? Ich habe keine Ahnung, 6 Jahre, glaube ich, oder so, 5, 6 Jahre. Wir wollten sogar mal mit einem Freund von mir eine Mauer bauen, quasi als die alte Stadtmauer wieder errichten. Okay. Ja, und so einen Wachturmmann hinstellen, der dann sagt, ich sollte alle um 10 ins Bett gehen. Und so. Und woran ist gescheitert? Dass an den Steinen, glaube ich. Das hat sich niemand getraut, so umzusetzen. Habt ihr Wasser da? Ich habe ein Wasser da, bitteschön. Guck mal, jetzt machen wir hier kurz. Guck mal, das ist irritier brutal, mal die Leute, die hinter uns fahren, aber. Hier hast du deine Frau kennengelernt. Ja, habe ich sie kennengelernt, ja. Und hier hast du dich eingeladen. Hat dir das gefallen, was sie dir verkauft hat? Oder hast du das halt einfach getan? Nein, natürlich. Das war der Hammer, was die mir verkauft hat.
Und ich habe dann irgendwann mehr meinen Jaguar gehabt. Und dann kam ich auch mit dem Jaguar zum Hochheimer. Und sie kam dann irgendwann mit dem Jaguar zum Hochheimer. Und der hat auch einen Jaguar gehabt. Der alte, der hat immer. Das hat er irgendwie nicht gecheckt. Aber es war eine gute Zeit damals. Richtig schön. Und dann war es Caipirinha zu Ende, Mitte der 90er. Ja, genau. Und dann kam die Geschichte mit dem Green Door. Als Green Door oder hast du, als es noch Intershop war? Nee, da habe ich nichts damit zu tun. Da hast du nichts damit zu tun. Das war der DJ, der war der Stefano, nochmal ein Mädel und der Henry Landmann. Die haben den Intershop gemacht. Mhm. Ja, leider lief das ja dann bei den Erzumschlüssen. Und dann haben wir das als Green Door umgebaut. Komm, da fahren wir jetzt auch kurz hin, bevor. Können wir machen, ja. Mit Fischstadtbrüder, das war ja ein Architekt und der andere Bauunternehmer. Ja, dann haben wir das auch eine Weile gemacht. Und ja, wir waren nicht so zufriedenstellend. Und das war Club und Bar in der Holzbaracke? Das war eine Holzbaracke, Club und Bar, ja. Es hieß ja früher irgendwie Green Door, wenn man das mal überlege. Wegen der grünen Türe und wegen der grünen Türe zur Umwelt quasi. Das war die grüne Lunge oder was auch immer, was haben sie das genannt. Die Frau hat auf jeden Fall dahinter noch ihr Badezimmer gehabt in dem Laden vor drin, bevor wir es umgebaut haben. Wer? Stand die Frau, die das früher gemacht hat, als sie früher besitzt. Lotte hieß die, glaube ich. Ne? Und die haben da drin zum Teil gewohnt. Im Laden. Und Green Door hat funktioniert? Ja, hat funktioniert. Also ich hätte nie davon leben können. Ich habe in der Zeit immer noch meine Kälteklima gemacht. Ja. Mhm. Das war quasi das, was mir dann auch am Leben gehalten hat und beziehungsweise alles bezahlt hat. Das andere war immer so ein bisschen Hobby und just for fun. Okay. Bis dann halt irgendwann mal das Green Door Day, also da gab es dann einen Partnerwechsel. Das finde ich übrigens saumäßig geil hier. Das Öko-Wäldchen? Ja. Muss da gar nicht richtig registriert werden. Ja, und dann haben wir ja dann quasi einen Partnerwechsel gehabt. Dann kam der Michael Kalle anstelle von den Pfisterts. Gebrannt hat, dann nicht lief. Und also gebrannt im Sinne nicht von warme Sanierung? Sondern war wirklich eine Kühlanlage, die kaputt ging, aber die nicht viel repariert haben. Und dann kam der Michael Kalle und dann haben wir das irgendwie ganz gut hingekriegt. Im Erfolgswahn haben wir uns natürlich dann schon als Großgastronome von der Stadt gesehen, haben dann dieses Green Door Day eröffnet. Das war da, wo heute das Schimli drin ist, ne? Nee, das Sharkies. Okay. In der Hafermarktpassage. Ja. Und das war der Flop des Jahrhunderts, das Ding. Warum? Ihr habt Investitionen getätigt, die irgendwie Illusion ohne Verstand. War. Ohne Verstand. Was habt ihr dann alles gekauft? Ah ja, wir haben eine Brio-Palisander-Theke reingebaut mit lederbesetzte Tresen und weiß der Teufel was. Obwohl ihr weiß, wie man billig Läden baut und gut. Bin ich Läden baut, aber da haben wir es echt übertrieben. Gut, das lief eine gewisse Zeit mit Mittagstisch, aber abends saßen wir in dem Laden drin und haben quasi nur denen zugeschaut, die ins Enchilada gingen. Mhm. Ich glaube, das war die frustigste Zeit in meinem Leben. Wie lange lief dann das Ganze? Oh, vier, fünf Jahre. Und dann ging es halt auch richtig runter mit den Finanzen. Zum Schluss war das wirklich eine traurige Nummer. Und so wie halt die Fügung oder das Schicksal will, kam dann just in dem Moment der alte Freund Thomas Aurich und hat jemand gesucht für Sea Island. Mhm. Ja, als erstes hat er die, ich weiß nicht, kennst du die noch, die Marilena und ihren Mann, die haben das, wie hieß das jetzt, im Weiberzentrum, Manhattan früher gehabt, im Weiberzentrum, kennst du? Nee, kenn ich nicht. Die hat er zuerst gefragt und für die war das einfach eine Nummer zu groß. Und wir in dem Moment mehr oder weniger arbeitslos, ja, aus dem Green Door Day raus. Weil hat dann der Michael Kalle alleine weitergeführt. Und dann kam halt unser großes Baby Hip. Das war wann? Noch in den 90ern? Oder schon? Wir haben jetzt 15 Jahre Hip. Das war dann. Okay, ja, das 2004. War 2004. Ja, ja. Okay. Und hast du da keinen Schiss vor so einer großen Fläche? Das war genau unser Leben. Mhm. Wir waren immer schon irgendwie auf den Tourismus fixiert, was wir jetzt auch nach dem Hip irgendwann mal machen. Dieses Thema Urlaub hat mich immer fasziniert, egal in welche Komponente. Ich weiß noch, wie wir das Ding aufgemacht haben, haben wir da 100 Liegestühle gesponsert bekommen. Die Leute waren natürlich alle enttäuscht, weil sie nur Sand und Liegestühle gehabt haben, keine Palme, nichts.
Aber wir haben halt jedes Jahr oder Jahr für Jahr haben wir dann wieder investiert, reinvestiert und das Ding echt so was Tollem gemacht. Und dann hast du dir sozusagen dein Urlaubsfleckchen in deiner Heimatstadt selber zusammengezimmert. Ja, genau, gut, also wir haben ja noch was vergessen, die Nekolus kam ja noch irgendwann mal. Das war ja auch so ein Baby. Das war ja auch ein Baby, so ein Kulturbaby, wo man wirklich mit dem Herzen dran hängt. Das war ja auch, wir sind jetzt gleich am Grundort, gehen da mal ein und da wird man wahrscheinlich sehen, eine Bretterbude wie die Neckarlust ja auch. Ja, ja, genau. Und auch im Hip hast du mit Bretter weitergeschafft. Genau. Hast du ein Faible für Robinson Crusoe Strandromantik? Nee, das hat sich alles entwickelt, glaube ich. Okay. Wenn die auf Stein gewesen wären, die zwei. Das ist ja auch egal. Wäre es auch egal gewesen. Aber es waren halt, glaube ich, die zwei einzigen Läden, die abseits waren, die wo einfach klar war, du kannst ja laut sein, schmutzig sein. Ja, mal ein bisschen. Ja, das war schon. Wenn du den Zaun siehst, dann siehst du jetzt zwar leider nur noch mal so ein bisschen. Wenn du nach Stuttgart reinfährst, kannst du dich erinnern, wenn du oben beim Wasserturm bist, auf der linken Seite haben die so ein Käfig mal gebaut. Mhm. Mit solchen Spitzen. Okay. Und das hat mir so gut gefallen. Da haben wir gedacht, also machen wir das. Ist der Zaun noch aus deinen Zeiten? Ja, das ist aus unserer Zeit. Ja. Freut dich das, dass der Ja, das finde ich geil. Das finde ich geil, ja. Und auch die Empore, das war so ein Ding. Lass die auch Leute, noch euer Logo, oder? Ja, das ist auch noch das. Ja. Lass die Leute hochlaufen, dass sie A von jedem gesehen werden und B auch alles sehen, was im Laden ist. Ja. Mhm. Das war so die Philosophie. Die. Und Neckarlust, das war ja eine verranzte, geile Holzkaschemme. Das war richtig geil, ja. Richtig. Daraus haben wir am Anfang so eine Mischung zwischen, weil meine Frau wollte keine Disco mehr. Die hat gesagt, nee, du machst doch irgendwann so einen Scheißladen. Und ich wusste, du kannst einfach nur mit dem Ding ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Wir haben ja in der Zwischenzeit oder beziehungsweise am Anfang vom Hip haben wir ja noch in Wetzlar einen Laden gehabt. Wetzlar in der Frankfurt. Da ein guter Freund von mir gewohnt. Und dann war so ein Kaufhausrestaurant war da frei, oben. Dritter Stock quasi, angeschlossen an ein Parkhaus. Und da haben wir quasi so die erste Beziehung zur Frankfurter Techno-Szene gekriegt, so Karotte und DJ Duck und so weiter und so fort. Und das war auch ein geiles Ding. Das lief dann ein, zwei Jahre und dann haben wir es wieder weitergegeben, weil es dann irgendwann mal zu stressig war. Aber die Neckarlust war schon das Herz, da war Herzblut drin. Das sind unvergessliche Abende gewesen, aber die. Die, also so Drecksaufeste. Ja, zum Teil das eine natürlich, das Remi-Demi-Thema. Ne? Aber wir haben auch die Momente gehabt mit Cassandra Steen zum Beispiel, die da hier mit ihren riesen Händen und ihr riesig die Frau dann auf so einer Gitarre gespielt hat. Da stehst du und dann laufen die Tränen irgendwann mal runter. War es von Anfang an klar, dass die Neckarlust weichen muss und platt gemacht wird? Ja, ja, das war klar, dass das irgendwann einmal wegkommt. Ne? Ja, schade, mehr oder weniger ein oder zwei Jahre zu früh, aber wobei es war schon alles zum richtigen Zeitpunkt, es war gut. Da hast du ja nebenbei aber auch das Hip schon gehabt. Da haben wir das Hip schon gehabt, genau. Also habt ihr drei Läden gehabt, irgendwie Wetzlar? Nee, das Wetzlar war schon weg, das war schon weg. Okay. Wir haben dann, glaube ich, vor der Neckarlust haben wir noch im Feldberg diese Himalaya-Lodge gemacht, das war ja nur im Winter. Mhm. Was sich aber zum Schluss auch noch mal rentiert hat, weil das Ausgehverhalten dort oben am Berg war recht spärlich. Die Leute sind nach dem Skifahren sind die halt alle heimgefahren. Das war kein Après-Ski so. Mir war das eigentlich, ich wollte so eine richtige Après-Ski-Hütte, aber das war dann, ja, und dann kam die, wie gesagt, Neckarlust. Und parallel zum Hip haben wir natürlich uns auch immer gedacht, wir können das quasi auch so ein bisschen füllen mit Hip-Leute, aber das hat nie gepasst. Das waren immer zwei Paar Stiefel. Ja. Das war auch lustig, die Zeit, wirklich, was wir da alles erlebt haben. Ja. Aber alles so. Ja, erzähl Betriebsinternas. Kann man nicht so raushauen. Wir sind doch unter uns, wir sind ja, vier ja, Leute genau, hier. Genau, ja, genau, genau. Hört ja niemand mit, genau. Hört ja niemand mit. Und wie war denn aber so, weil wir jetzt über 80er, 90er, frühe Nullerjahre gesprochen haben, wie hast du Heilbronn als Ausgeh-Feierstadt damals empfunden und wie empfindest du es heute? Du
siehst ja immer noch die Leute feiern. So, ne? Gibt es da einen Unterschied? War man früher feierwütiger oder innovativer in Sachen ausprobieren? Oder macht das eigentlich keinen Unterschied, weil die 20-Jährigen immer irgendeinen Blödsinn im Kopf haben? Also die Menschen haben sich stark, stark verändert. Also durch die ganze iPhone-Kultur und durch diese ganze Instagram-Scheiße ist halt wirklich, bleibt viel auf der Strecke. Die beste Zeit, die mir gehabt habe in Heilbronn, fand ich, war die Zeit mit Om und Titi Twister. Mhm. Und da war auch die Hauskultur eine ganz andere, wie sie heute ist. Wir sind nach Hause und haben gefeiert. Ja. Und da hat man sich auch nicht immer überlegen müssen, wer jetzt kommt als Haupt-DJ oder das oder das. Das war eine Clique, das waren einfach Leute, die sich bekannt haben. War das Hedonismus in Heilbronn für eine kurze Zeit? Ein Stück weit, ja. Obwohl das Wort Hedonismus natürlich spärlich anzutreffen ist in Heilbronn. Ja. Das war ja auch damals mit Grund, warum ich selber dann irgendwann was gemacht habe. Ich habe vor kurzem einen guten Bericht gelesen über diesen DJ Atta von Robert Johnson. Mhm. Und sie hat genau das Gleiche gemacht. Dann hat er gesagt, ich kann nicht mehr in den Club gehen, mich kotzt das alles an, baue mir jetzt meinen eigenen. Ja, das war ja zum Beispiel auch für mich, als der Dardan mich vor ein paar Jahren gefragt hat, machen wir diese Manhattan zusammen. War für mich ganz. Jetzt der Rooms Club. Das Rooms Club, genau. Ja. War, was ihm jetzt alleine gehört, wo ich jetzt auch raus bin, war für mich eine ganz klare Voraussetzung. Wenn wir dieses Ding bauen, dann kommt die geilste Anlage der Welt rein. Mhm. Ja, und dann kostet es halt 60.000, 70.000 Euro. Aber da war es mir auch leid. Du gehst schon in den Leder rein, dann die ballern dir deine Ohren zu. Boah. Was da denkst du daran über die neuen Clubbetreiber und Gastronomen? Ach ja. Mädchen, das ist immer noch die alte. Ja. Im Endeffekt, das Creme macht schon seit 20 Jahren, oder? Um die Zeit rum. Mhm. Ja, wir, der dann macht jetzt natürlich sehr, sehr viel. Der wird die Stadt auch mal ganz schön umdrehen, ja, mit dem, was er alles vorhat. Finde ich geil und mutig. Kommt da was in den nächsten Monaten, oder? Ja, der macht das Barock-Coco jetzt. Ah, okay. Ja, und das Coco quasi als Top-Restaurant. Ich fahre jetzt am neuen Hip mal vorbei, ja, ne? Genau. Da müssen die Leute heute alle arbeiten bzw. putzen. Weil unsere Putzleute freundlicherweise eine Woche in den Urlaub gefahren sind. Das ist ja geil. Aber sei ihnen gegönnt. Ja, ja, okay. Wenn so siehst. Okay, und dann. Ja, diese, also nochmal, fangen wir nochmal an von den Gästen. Das war früher ganz klar Ausgehverhalten. Man trifft sich da freitags, man trifft sich samstags dort. Und da hat man auch nicht nachgefragt, wie gesagt, was da kommt und wer da auflegt. Heute habe ich so das Gefühl, das ist alles nur noch Brot und Spiele. Du musst ein immenses Thema verpacken mit immense immer Gefühle und dann per Facebook Werbung schalten, weißt du, guck mal, wie viel, und sie dann noch irgendwie hinter reinkriegen, dass sie dann ihren Arsch bewegen. Und das hat sich dann meiner Meinung nach schon zum Negativen verändert. Mhm. Die Ausgis, was gibt es Neues in Heilbronn? Also ihr macht ziemlich viel. Ich fand zum Beispiel eure Party in der Buga war mit das Beste, was ich seit langer, langer Zeit in Heilbronn erlebt habe. Aber die Mischung von den DJs war echt, es war so spaßig, ich sag das. Und das Schöne, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast schon oder nicht, am 30. August wiederholen wir das im Hip. Ich glaube im Hip, gell? Ja, genau. Dexter und Candy Pollard. Ja, super. Genau dieselbe Combo. Das und diesmal hört es dann nicht um Mitternacht auf, ja, wie es auf der Buga sein musste. Aber die Anlage war auch fett, muss ich sagen. War echt cool. Ich habe im Nachhinein gehört, weil parallel war, hier sind wir, parallel war WKO-Konzert auf der großen Bühne auf der Buga. Mhm. Und da konnten Gäste teilweise wegen unserer Anlage da hinten irgendwie nicht die Streicher hören. Scheiße. Das neue Hip hier, seid ihr jetzt aber auch schon seit 3 Jahren? 3 Jahren, ja. 3 Jahren. Ja. Fühlst du dich hier inzwischen wohl? Du, ja, von Anfang an irgendwie. Das war, also im Endeffekt, wer lange überlegt, ob das jetzt funktioniert oder nicht, der findet immer irgendwas, was negativ ist. Hier gibt es viele, viele Sachen, die sich jetzt im Vergleich zum alten Hip einfach negativ darstellen lassen. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit gehabt. Mhm. Und
Ihr habt doch ordentlich kämpfen müssen. Und dann hat man noch ordentlich kämpfen müssen. Wobei, wenn man es überlegt, in anderen Städten gab es ja auch Beachclubs, die reihenweise schließen mussten, weil die Fläche dann nimmer verfügbar war. Mhm. Und da muss man schon sagen, danke Heilbronn, ja, dass ihr trotzdem uns da die Chance gegeben habt. Wobei die Parkplatzsituation, aber lassen wir das ganze Thema. Wir wollten ja lustig sein eigentlich. Genau. Da haben wir die lustige Buga. Warst du schon drauf? Hast du eine Dauerkarte? Wie gefällt es dir? Ich finde, die Buga muss man natürlich aus zweierlei Sicht sehen. Ja, ich habe vor kurzem einen Bericht in der FAZ gelesen. Das war eine Vollkritik. Mhm. Also auch der. Also auch über die Buga wahrheitsgetreu. Ja. Mhm. Mit dem Titel, wie viel Lavendel muss man noch anpflanzen? Mhm. Und wer soll das alles gießen, was da vorne rumsteht? Die haben natürlich auch nach Fragen und Themen gesucht, was man eigentlich heute auch haben muss, wenn man sich mit Gärtnerei beschäftigt. Nämlich, wie geht so ein Hobbygärtner mit der Trockenheit um? Wie wird so ein Gärtnerleben in 10 Jahren aussehen? Der Bericht war cool. Natürlich kam der Redakteur nicht von Heilbronn, kann sich auch nicht vorstellen, wie und was das für eine Entwicklung für Heilbronn ist. Ich finde sie für Heilbronn als Nicht-Heilbronner sau stark. Die Häuser sehen gut aus. Wer da drin wohnen will, weiß man nicht. Wäre es was für dich, da zu wohnen? Nee. Wir haben ja damals im Auhang gewohnt, den wir jetzt vermietet haben. Mhm. Weil da, wo ich jetzt werde, wo ich im Winter wohne, das würde dann... Sprechen wir auch nicht. Das wäre dann... Nee, aber also für mich war das schön anzusehen, natürlich diese ganzen Punkte darf man nicht außer Acht lassen. Aber für Heilbronn ist das echt eine saugute Entwicklung, guckt man das an. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da noch übrig bleibt, von dem, was da rumsteht. Also es kommen die Häuser sind echt cool, da kommen ja wie viel noch? 3-mal so viele Häuser noch mal hin. Also das, was da ist, wird noch mal 2-mal hingesetzt. Okay, okay. Aber die Seen bleiben, die Neckarpromenade bleibt, hier die Kletterwand bleibt. Ja, das ist schon cool. Und dann halt alles ohne Zaun. Wir waren vor kurzem, haben wir 2 Nächte im Harbour Hotel übernachtet. Mhm. Macht ihr das manchmal Urlaub in der, obwohl ihr... Wir müssen ja, also weil wir beide hier sind, dann mieten wir eigentlich mehr oder weniger Airbnb oder sowas. Mhm. Wenn wir alleine sind, dann sind wir bei den Eltern. Aber jetzt waren wir im Harbour Hotel und das ist natürlich auch spannend, das ist ja direkt an der Buga am Grenzen. Und wenn dann irgendwann mal kein Zaun mehr da ist, hast du einen direkten Zugang zum Neckar, das ist schon scharf. Und wie fühlt sich das an, in seiner Heimatstadt im Hotel zu übernachten? Ich finde es cool. Wir sind jetzt gerade in der Schanz oben. Das ist quasi die Heimat von meiner Frau, die ist da groß geworden. Und die hat einen ganz tollen Bezug dazu. Und das macht die morgens auf und freut sich, dass ich noch Kindheitserinnerungen nachgehen kann. Schon cool. Und so siehst du ja auch irgendwie verschiedene Ecken von Heilbronn. Vor kurzem habe ich im Sutterer gewohnt, in der Karlstraße beim Finanzamt. Auch cool, da fährt dann morgens um 5 die erste S-Bahn schon dran vorbei. Also es gibt schon witzige Flecke hier in Heilbronn. Ja. Wobei da, wo wir halt früher gewohnt haben, das war ein Traum. Das war ja mitten im Weinberg. Aber auch kein ordentliches Abwasser und Internet, oder ging das? Doch, Internet 4LTE, das ist ja heute auch gang und gäbe. Abwasser auch, natürlich mittlerweile. Hat man ja reinvestieren müssen. Hier ist alte Hip. War es alte Hip? Genau. Was denkst du, wenn du jetzt hier siehst, dass es ein Parkplatz ist? Ah ja, war auch klar. War eigentlich auch, glaube ich, irgendwann in meinem Gespräch, dass es ein Parkhaus gibt. Oder Bürofläche, guck mal. Das ist eine 1A-Lage, alles klar. Hier, der Platz wäre noch irgendwie cool gewesen da drüben. Aber das ist alles von der Stadt. In feste Hände weit. Lang aber du verbreitet. Fühlst dich ja wohl in der Hafenstraße. Ja, das ist alles cool. Ja. Wir haben natürlich am Anfang auch gedacht, wir haben vielleicht noch ein bisschen Blick oder Zugang zum Neckar. Hat es nicht gegeben, aber wir sind da jetzt auch nicht traurig. Mhm. Dritte Zielangabe, wo wir jetzt hinfahren. Ja, das guck mal, wenn du jetzt da hochguckst, unterhalb vom Wartberg. Ist dieses Weinmuseum. So heißt das. Mal sehen, ob man hinfahren kann. Das schaffen wir schon. Schaffen wir schon, gell. Weinbergwege darf man ja. Ja, stimmt. Problemlos mit Elektroauto sowieso.
Ja, schade, Mensch, ich war gestern gern zu euch gekommen noch. Aber das war auch so eine Fügung. Aber gestern. Dafür kommen wir in einem Monat zu dir. Ja, ja, genau. Aber es war erst eine Fügung. Gestern kam, habe ich nach 40 Jahren, kann man sagen, ja, nach 40 Jahren wieder eine Klassenkameradin getroffen. Im Eben. Mhm. Weil es war sensationell. Du wolltest um 10 ins Bett, hast ich du war um 10 erzählt. Wann warst du im Bett? 3, 4. Wollte ich mein Tor frisch halten für heute, das extra. Meine Frau hat eine Maske aufgelegt. Also ist alles in Ordnung. Geht, das ist meine. Läuft. Worüber wir auch kurz quatschen können, weil du gemeint hast, jetzt mietest du dich hier bei Airbnb ein, wenn ihr zu zweit seid. Mhm. Ihr wohnt nicht mehr die ganze Zeit oder gar nicht mehr hier in Höchburg? Nimmer die ganze Zeit. Schon über den Sommer haben wir das natürlich schon vor, das auch weiterhin zu machen. Wegen dem Hip auch? Ja, so. Natürlich. Aber wir haben immer natürlich nach dem Leben nach dem Hip gesucht. Ja. Mhm. Und das war immer klar, dass es irgendeine Geschichte sein muss, die im Meer abspielt oder am Meer spielt und mit Ferienvermietung zu tun hat. Mhm. Vor 2 Jahren haben wir das, glaube ich, in Hawaii probiert. Haben natürlich feststellen müssen, dass das den absoluten Finanzrahmen sprengt. Ja. Und wie wäre das gewesen? Habt ihr eine Green Card gebraucht? Ah, da brauchst du eine Green Card. Wir sind ja jetzt auch dabei, kräftig die Lotterie zu spielen. Also der Traum ist nicht aufgegeben. Mhm. Ja. Aber das war einfach noch zu früh, das Ganze. Und dann war klar, dass wir bei meinem Winter ja wirklich keine große Aufgabe mehr gesehen haben hier. Dann haben wir reagieren müssen, das wir gesagt haben. Weil du auch aus den Rooms raus warst. Ja, genau. Und auch wie gesagt, so langsam waren wir aus, oder sind wir ja aus Set mit der ganzen Gastronomie. Irgendwann einmal kannst du nicht immer wieder neu erfinden. Und dann war klar, dass wir jetzt diesen zweiten Lebensabschnitt mehr oder weniger, den wir jetzt gesucht haben, irgendwann mal verfolgen müssen. Und wo findet der statt und was macht das? Ich war vor 30 Jahren das erste Mal auf La Palma, das ist eine Insel im Atlantik, eine kanarische Insel. Hm. Und vor 30 Jahren war ich das so begeistert, das war Natur pur, das Meer, die Farbe, es war echt verrückt, dieser Vulkan. Bin ich über die ganze Insel gelaufen und habe gesagt, irgendwann mal komme ich hier wieder zurück. Und da waren wir dann immer wieder so alle 5, 6 Jahre, hat man sich das mal angeschaut. Und dann hat es der Zufall, wie es der Zufall will, wir haben dann im Internet nach Immobilien geschaut, sind runtergeflogen und haben dann ein Ding im Auge gehabt, was wirklich ganz schlimm war. Und das war dann einfach das, was sich rausgestellt hat, das ist ein Traum. Wir sind da reingekommen, haben das Ding gesehen, war zwar alles verwahrlost, aber uns sind die Tränen runtergelaufen und haben gesagt, jetzt... Und was ist das für ein Ding? Also mit Gästezimmern oder das ist das Wohnhaus nur das, für euch? Nee, das ist so geil geschnitten, dass wir quasi 2 Bereiche haben. Im oberen Teil wohnen wir. Haben wir uns jetzt quasi so ein kleiner Bungalow errichtet. Das war vorne Bodega. Also waren die Grundmauer waren da. Und das eigentliche ist quasi dieses Herrenhaus, was davor steht, beinhaltet 5 Apartments. Mhm. Und die haben wir jetzt alle auf den Neustand. Und haben sie renoviert, haben sie mit Vinylboden und Bette und allem drum und dran. Also so hergestellt, wie es uns gefallen. Mhm. Ja. Und da kann man jetzt... Und da könnte man jetzt ab Oktober, also im Oktober sind wir soweit fertig, können wir bei uns Urlaub machen oder muss man bei uns Urlaub machen. Gibt es da schon eine Website oder irgendwas? Nur bis jetzt nur Aloha La Palma auf Facebook. Aber jetzt, wenn die ersten Bilder fertig sind, dann werden wir dann online gehen mit dem Ding. Und hast du schon Anfragen aus Heilbronn? Ja, natürlich. Ja, ist schon ausgebucht? Ja, nein, ausgebucht. Noch nicht. Wir sind da noch ein bisschen verhalten. Erst brauchen wir, wie gesagt, die Bilder. Das muss jetzt irgendwann fertig. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, wie man dachte. Aber bist du mit irgendwas schneller fertig geworden, als du gedacht hast, wenn es um so Projekte ging? Mit einem sind wir sind immer schneller. Immer zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden. Ja. Also das Sieb Island auch. Ja, das hat ja immer funktioniert zu dem Zeitpunkt, wo man das gesagt hat. Dann hat man da drauf hin, ja, weil irgendwie geht's immer. Ja. Und dann, wie kann man da Urlaub machen? Also bietet ihr da Frühstück an? Nee, das sind reine Ferienwohnungen, die wir da haben. Das Ding heißt Aloha La Palma, natürlich mit dem Bezug zu Hawaii, klar, und zu dem Hemd, zum ganzen Lebensstil, was das Aloha und auch bedeutet. Und es sind Apartments, die voll eingerichtet sind mit einer Küche. 2 haben 2 Schlafzimmer. Das eine hat, oder die anderen haben ein Bett und so eine kleine Couch zum Schlafen. Und das Tolle ist wirklich, du kommst aus dem Fenster raus und siehst das Meer.
Mhm. Also quasi, ihr wohnt erste Reihe Strand? Also die wohnen, also die Gäste wohnen quasi erste Reihe und nicht Strand, sondern wir sind ungefähr auf 240 Meter hoch. Okay. Ja. Haben ein riesiges Grundstück dazu, kommt auch bald ein Pool hin und zum Meer brauchst du unbedingt ungefähr 5 Minuten bis am Meer unten. Okay. Schwarzer Sandstrand, für alle, die das nicht wissen. Aber hat auch sein Ding. Zumindest heiße Sohle, wenn du mittags drüber läufst. Okay. Aber es ist eine tolle Insel. Also absolut gegen den Trend von Feierei und Fortgeherei gibt es dort halt einfach diese Entschleunigung. Wenn die Leute herkommen, dann schlafen die erstmal nachts oder zwei Tage mal durch. Mhm. Und erhole sich mal wieder. Das ist diese Energie, dieser Vulkan, der zieht dich richtig runter. Und ja, da liegen wir, glaube ich, heute ganz gut im Trend mit dem, was die Leute heute sich vorstellen, im Urlaub zu erleben. Internet bei gibt's uns. Oder hat ja, man ja, auch klar. Detox dabei? Internet, Digital Detox. Internet gibt's, aber es gibt kein Fernseher. Mhm. Also kein normales Fernsehprogramm. Ja. Und wie ist das Leben so? Du, das Leben ist hervorragend. Und was sind das? Spanier oder so Leute wie ihr, internationale? So Leute wie wir. Mhm. Also wir sind jetzt zu 10, das sind fünf Paare mehr oder weniger. Die eine kommen aus Venezuela, die anderen aus Italien, Dänemark, Spanien natürlich, Insulaner sind dabei. Und alle irgendwie halt auf dem gleichen Level, ne? Auf dem gleichen geistigen Level und ein bisschen spirituellen Level. Vegan zum Teil, Yoga machen sie alle. Wenn man Meditationsgenie dabei. Also aus jedem Bereich kommt der eine surft, der andere macht Kitesurfen. Und jetzt versuchen wir so, dass wir so langsam miteinander agieren. Einfach unseren Planet, unser Stück Erde so zu kreieren, dass es uns Spaß macht. Mhm. Wobei das eigentlich schon, ich habe mich jetzt darauf vorbereitet, auf das Ding, war ja immer schon mein Thema, dass ich mir immer irgendwie diesen Platz so zurecht gemacht habe, dass er mir gefällt. Hat das auch was, das kannst du nochmal erklären, Aloha hast du gemeint, dass das nicht nur ein Wort oder eine hawaiianische Begrüßungsfloskel ist, sondern da mehr dahinter steckt. Was das steckt denn für euch? Weil deine Frau ist Für meine Frau steckt da viel dahinter, also diese ganze Lebensweise, dieses ganze Dankbarkeitsthema und die Achtsamkeit, die Menschheit dort miteinander pflegen. Also, da wird halt einfach die Liebe und das Miteinander groß geschrieben. Und das sind auch so die Richtlinien, die halt jetzt für unser Leben auch bestimmt sind. Ja. Mhm. Wir versuchen das natürlich auch selber zu leben, dieses Ho'oponopono, diese ewige Dankbarkeit und auch fällt es schwer? Sich zu enden. Ah, was? Nee, ist doch viel leichter, wie sich dauernd anzuschreiben. Das muss ja jetzt auch nicht dann der absolut spirituelle Touch sein, sondern das Miteinander ist halt einfach ein Ding, was gepflegt werden soll. Das, was ich halt hier sehe, wie die Menschen miteinander umgehen, das ist zum Kotzen. Wie sie miteinander auf Facebook schreiben, das ist widerlich. Ja. Da fehlt einfach die Achtsamkeit. Mhm. Ja. Aber, weiß nicht, schreiben die Leute auf La Palma auf Facebook netter miteinander? Natürlich nicht, klar. Natürlich. Deswegen machen wir unseren eigenen Kosmos. Ja. Mhm. Deswegen versuchen wir natürlich auch, insoweit das miteinander zu schaffen, das ganze Thema. Weil irgendwie, wenn du so wie ich jetzt die letzten 30 Jahre immer in dieser Gastronomie hängst und in diesem ganzen Ausgehtrott, irgendwann mal steht das zum Hals raus. Man kann schon nicht mehr. Und dann willst du schon nicht mit neuen Freunden irgendwie den gleichen Weg wieder begehen, weil das ist ja Blödsinn. Tolle Gegend hier, gell? Wahnsinn, ja. Der Oberkammer, wunderschön. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, oder? Und dem Vater ist das scheißegal. Upsa. Wie lang fährt das Ding eigentlich? Ohne Tanke. 270 Kilometer Reichweite. Ja, ist cool. Und wir haben jetzt noch 164. Okay. Und das Wiese hat, glaube ich, nur 80, den wir da fahren. Aber ne, du bist auch so ein großer Mann und so ein kleines Gefährt. Aber wir fahren da zu zweit meistens hin. Und da fährt die Alex und ich sitze hinten. Und wie ist das? Macht das Spaß, das Ding? Ja, das macht Spaß. Was wollte man eigentlich mitnehmen nach La Palma? Du durftest quasi irgendwelche Batterien nicht im Container mitnehmen. Mhm. Wegen Brandschutz oder was.
Und wie ist euer Alltag in La Palma? Also steht ihr auf und meditiert erstmal mit Meerblick und kommt runter, ja, frühstückt Obst, frisches? Ja, aus dem Garten, genau. Ja, okay, so wird es irgendwann mal. Jetzt haben wir natürlich die Umbauphase. Haben wir natürlich auch viel zu tun. Morgen sind die Handwerker da ab 7. Die das Spanische Ganze richten. Handwerker? Spanische Handwerker. Zufrieden damit? Ja, super, super, super. Wirklich ganz super tolle, tolle Handwerker. Also ich habe in den letzten Jahren viele Baustelle hier gehabt. Aber das sind die Ersten, die wirklich jeden Tag das Ding sauber machen. Sich morgens wieder freue darauf. Ja, keine Ahnung, aber denen läuft auch die Arbeit für einen Fahrer von der Hand. Macht Spaß, denen zuzuschauen. Sind super und auch vom Preis her preisgünstig. War auch für uns klar, dass wir das nicht mit Deutschen machen. Oder so. Wollte uns ja schon auch ein bisschen integrieren. Du, das Leben ist einfach relaxter. Manjana kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja den hier im Aloha. Ja, was er heute nicht kann, mache ich halt morgen. Und, da gibt es ja die deutsche Pünktlichkeit halt nicht so, was für uns natürlich auch manchmal ein bisschen stressig ist. Also wie ist denn das? Ich schätze mal, dass du dich hier in Deutschland eher nicht als konservativen mit Millimeterpapier unterwegs sein Mensch siehst. Bestimmt, ne? Wenn du da in La Palma bist und dann mal so eine Unpünktlichkeitserfahrung machst oder so und merkst du dann, okay, jetzt werde ich deutsch, jetzt nervt es mich? Ja, ich merke das natürlich, ja. Das merkst du. Aber das ist ja gut zu merken und das dann ja auch in Frage zu stellen, ob das jetzt auch Sinn macht. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir zu ernst drüber. Ja. Ob das wirklich Sinn macht, ja, das Ganze. Und es macht keinen Sinn. Ja, wenn ich jetzt wieder höre, wer jetzt hier schon wieder an einem Herzinfarkt gestorben ist, da wird es mir schlecht. Ja. Mhm. Und das wird ja nicht weniger. Dieser unnütze Stress, wenn ich da aus dem Flugzeug rauskomme, im Auto sitze und dann diesen Krieg Autobahn mitbekomme. Reicht es dir da schon wieder? Da reicht es schon wieder, ja. Okay, und dann wollt ihr mit diesen 5 anderen Pärchen dort sozusagen Synergien schaffen, ja, mit den Fähigkeiten, Kompetenzen, die jeder so mitbringt? Ja, ja. Und dann kann man sich Deluxe entschleunigen bei... Du, ja, da kann man ja genau... Ist das Ding? Das ist das Ding, genau. Das ist das Ding. Na komm, da fahren wir auch mal. Da gucken wir dann hier ein bisschen die alten Wenger da. Ja, genau. Werkzeuge uns an. Steht nicht immer noch, das ist eine Puppe. Ja, schon Puppe. Aber es ging ja... Das ist ja nur das... Und warum sind wir hierher gefahren? Weil du eine Beziehung zu Wein hast? Oder? Nee, weil das Dach sensationell ist. Das oben drauf. Was ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, hochzugehen. Ah, zum Sitzen und aber gucken. Und das war dann quasi Main Shop. Und dann hier, das war, glaube ich, eine erste Woche, wo ich wieder mit. Das zeigen wir den Leuten hier, die ja dann YouTube gucken. Genau, wie das so zeigt runtergeht. Zeigen wir das doch. Genau. Ja. Da. Und du siehst das natürlich dann ohne diese Weinbergkante. Mhm. Wie wenn du in so einem Infinity-Pool legst und dann kommt dieses ganze Heilbronn vor dir. Ja, und das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche bin ich dann mit der Alex da hoch. Und so fast, das war irgendwie ohne Heiratsantrag, klar. Es wäre natürlich jetzt auch eine schöne romantische Geschichte gewesen, dann musst du dann da hoch einsteigen natürlich. Alles nicht erlaubt. Ja. Und dann hockst du dann da oben mit einer Flasche Wein an. Hast du ein gutes Gefühl, wenn du runter guckst. Mhm. Ja, echt toll. Ja, hier oben beengt nichts die Sicht. Absolut. Die Luft ist auch gut. Absolut. Wind pfeift. Ganz toller Platz da. Und geht ihr hier öfter auch? No, jetzt nicht mehr. Jetzt, wo du bekannt bist wie ein bunter Hund, also was ist denn da oben auf dem Dach sitzt. Dann heißt der spinnt ja komplett. Naja, aber... So bei dir ist doch beim Ralf Munz, weiß man, dass er halt auch mal auf Dächer steigt, um über die Stadt zu gucken. Genau, genau. Und ein bisschen rumspinnt und Nero spielt. Gell? Und was meinst du, werdet ihr irgendwann hier die Zelte komplett abbrechen und euer Leben komplett darüber verlagern? Bestimmt. Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Und dort dann die nächsten 40 Jahre verbringen? Ne, glaube ich nicht, das ist auch noch ein Zwischenstopp. Also dieses Thema ist im Kopf, das wird auch irgendwann mal. Witzig ist ja wirklich, dass
wir haben ja irgendwann mal alle vielleicht oder viele haben den Film The Secret gesehen, oder vielleicht du auch. Mit diesem Wunsch ans Universum und allem drum und dran. Und seitdem man das irgendwie so bewusst im Leben hat, ist da wirklich sehr, sehr viel Wahres dran. Das, was du dir wünschst und vorstellst, das wird auch so. Mhm. Das war bei uns jetzt die letzte 10, 14 Jahre, oder ja, gut 18 Jahre eigentlich immer so. Das, was wir uns gewünscht haben, das hat dann irgendwie passiert oder ist dann passiert. So wie auch mein Wunsch, 120 Jahre alt zu werden, höchstwahrscheinlich funktioniert. Du, wer weiß, wo die Medizintechnik in 5 Jahren so, ist. Das sowieso. Ja. Aber du willst schon ein richtig, richtig langes Leben. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Vielleicht noch Urenkel erleben. Ja, bestimmt, bestimmt. Aber das, um das geht es ja gerade eigentlich, ums eigene Leben. Weil das ist ja den ihr Leben. Und viel zu erleben gibt es ja auf jeden Fall. Was, eine Frage zu Heilbronn, die ich auch schon ein paar Mal gestellt habe. Was muss denn hier so bleiben, wie es schon immer war? Was darf sich nicht verändern? Musst du da? Ja, also, was verändert sich denn wirklich? Also, guck mal, wie schön es ist. Die Natur wird immer so bleiben hier. Auf jeden Fall. Ich glaube, alles andere ist stark im Wandel. Was soll ich mal so bleiben? Fällt mir nichts ein. Fällt dir nichts ein. Und wenn du. Also nichts zumindest Positives. Also. Na, die Landschaft. Ja, die Landschaft bleibt. Die ist ja sensationell. Wenn du da von oben runter guckst, so grün ist kaum eine andere Stadt. Mhm. Ja. Gerade dieser Philosophenweg oder wie das Ding halt. Bin ja früher oft gelaufen. Aber was stört dich denn so an Heilbronn, wenn du sagst, dir fällt gerade, wenn dann eigentlich nur Negatives ein? Ja, nee, Negatives, aber was mich ja wirklich stört oder was mich immer gestört hat, war halt natürlich die Engstirnigkeit der Menschen. Also dieses ja, nichts Neues ausprobieren. Ja. Das begleitet uns ja schon jetzt Jahrzehnte. Ja. Und meinst du Heilbronn noch mal ein bisschen an? Mehr als andere Städte? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben uns ja da auch mal so über Gedanken gemacht. Meiner Meinung nach hängt das alles noch zusammen mit diesem ganzen so Bomben von der Stadt. Mhm. Dass da halt einfach diese Angst gestreut wurde oder gesät oder wie auch immer. Aber dann besteht doch jetzt die Chance, dass es vielleicht was Neues gibt, ja. Weil die Leute, die sozusagen selber noch da den 4. September 44, Dezember 1944 miterlebt haben oder aus erster Hand Erzählungen von Eltern oder so, die es miterlebt haben, die sind ja bald nicht mehr da. Ja, aber das geht ja dann auch wieder um eine andere Geschichte. Diese Angst setzt sich trotzdem fort. Also wenn du dir der nicht bewusst wirst, ja, trägst du die immer wieder weiter. Ja. Also so die Geschichte kommt ja von der Familienstelle-Geschichte, mal so sowas kennst du. Ja. Familienstellen. Ja. Also müssten wir eigentlich sowas mal machen, finde ich. Für die Stadt. Für die Stadt, ja. Was würdest du dir am meisten für Heilbronn wünschen? Dass sie die 56 oder 57% Ausländeranteil akzeptieren und miteinander neue Wege gehen würde. Mhm. Also Integration heißt Deutsch, Türkisch, Arabisch, weiß der Teufel, griechische Feste, dass man sich einfach begegnet. Aber waren die Bürger der Stadt in dem Punkt schon mal weiter vor, was weiß ich, 20 Jahren? Oder ist das was sich durchzieht und jetzt durch die ganze Flüchtlingsthematik? Also ich habe das nie verfolgt, dass ich groß mit Ausländern agiert habe. Mhm. Ja. Also das würde ich mir wirklich wünschen, dass man akzeptiert, wo man lebt und wer neben einem lebt. Ja. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und dann kann man meiner Meinung nach gemeinsam gegen Störenfriede und gegen Idioten vorgehen. Mhm. Weil unsere türkische und unsere italienische Mitbürger, ja, stört das genauso wie uns. Ja, dass da irgendwelche Idioten mit Machete aufeinander losgehen. Mhm. Das ist unbeschreiblich. Ich habe das Video zugeschickt bekommen, ich war geschockt. Ja, also jeder natürlich. Ja.
Ja, das würde ich mir wünschen für die Stadt. Und dass sie nicht so Fehler macht wie jetzt in dieser Neckermeile oder wie heißt sie unsere? Necki. Ne. Die HMG. Weil dann können wir ja der Klausi hinstellen. Nee, aber. Der passt dann zu Necki. Übrigens haben wir in Locarno haben wir die Gegenfiguren gesehen vom Klausi. Da stehen. Meinst du mit Klausi den Bugerzwerg? Den Bugerzwerg. Der Karl heißt. Oder Karl heißt, Entschuldigung, Klausi. Für mich ist das ein Klausi. Aber egal. Weißt du, wer die gesprengt und geklaut hat? Ja, ich weiß nicht. Aus dem Alter sind wir raus. Nee, aber was ich einfach in der Necki scheiße finde, ist einfach, dass es keine inhabergeführte Gastronomie mehr gibt. Also keine Gastronomie, die mit Herz geführt wird. Also so wie jetzt unser Eckstein. Ja. Geschissen drauf, wie es jetzt gerade da aussieht. Ja. Müssen wir jetzt nicht ansprechen. Hoffe, dass sich das bald wieder verändert. Für die Mares. Und sowas fehlt auf dieser Neckermeile. Ich finde das klasse. Der Aurich hat das war sein Lebenstraum. Mhm. Ich war von Anfang an mit dabei, mit dieser ganzen Planung, wie das sein sollte. Und jetzt ist verhunzt, meiner Meinung nach. Also wenn du dann so 3-4 Kettenleder siehst, dann hat es nichts mehr mit Herz zu tun, mit Gastronomie zu tun, die ich mir vorstelle. Ja. Und bist du dann genervt, wenn du siehst, dass die Läden halt trotzdem voll sind? Scheiße, ist ja wurscht. Aloha. Aloha. Ja. Oder vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, egal wie. Es hat ja alles seine Berechtigung. Ja. Das sieht man ja auch deutlich. In Heilbronn war ja zu der Zeit ganz am Anfang, glaube ich, die größte Fastfood-Dichte. Mhm. Also mehr wie in Stuttgart haben wir gehabt. Und was ich gehört habe, auch die höchste Sexshop-Dichte. Das Max Gold mal aufgefallen, ja, als er durch die Stadt gefahren ist. Süß, ja. Und da hat man doch schon gesehen, also dass da großes Vertrauen halt reingelegt wird in solche Kettenbetriebe. Mhm. Und das setzt sich jetzt auch da in der Innenstadt fort. Ja. War Piano mal abgesehen. Oder? Ist ja überall das Gleiche, mehr oder weniger. Und wo gehst du denn, wenn du hier bist? Schön essen oder was trinken? Wo bist du, der Besengänger oder bist du im Ratskeller? Ich war schon überall in ganz Heilbronn, aber jetzt mein jetziger Geheimtipp ist das Lichtluftbad. Da bin ich auch gern. Sensationell gut. Das Essen und die Location. Preisgünstig, also preiswert. Ja. Du bezahlst das gerne, was es kostet. Die Menschen sind super nett. Und wo soll ich denn anders hin? Mhm. Ja. Der Platz ist für mich die Oase, wenn ich da jetzt von meiner Insel runterkomme. Ja, komm, da fahren wir jetzt auch noch vorbei, ja, bevor wir dann. Okay. Und langsam, jetzt sind wir auch schon bei einer Dreiviertelstunde. Komisch, geht schnell. Wo man aber auch gut essen kann, weil du sie ja vorher erwähnt hast und auch eine lebendige Geschichte mit dir hast, euer Sohn, bei der Monika Hinderer in Horkheim. Im Esszimmer. Im Esszimmer. Ja, absolut. Auch eine Empfehlung. Ja, absolut. Die macht das auch toll. Also das ist auch Leidenschaft dahinter. Mhm. Das ist das. Und so ist das ja da oben im Lichtluftbad genauso. Mhm. Natürlich alle anderen Kocher, gut, Ratskeller, Trappesee, Entschuldigung, wie auch immer, ne? Ja, alles Freunde. Aber das ist so eine Herzgeschichte, das gefällt mir. Michele macht sie uns bei uns ja auch gut, obwohl wir halt jetzt ich esse kein Fleisch mehr. Wie lange? Tut es dir gut? Ja, also vermisst du was? Nee, das beim Fleisch vermisse ich überhaupt nichts. Der nächste Schritt ist halt einfach die Milch und Geschichte wegzulassen. Mhm. So wie das auch meine Frau macht schon. Ziemlich lang. Bei der sieht man es, ich finde, die altert nicht. Die sieht super gut aus. Und ist deine Frau so in den Bereichen schon Vorbild? Ja, ja, absolut. Ja, so das war wichtig für mich. Ja. Ja, war wichtig. Das war sehr wichtig. Ich habe das auch irgendwo bestimmt immer im Hinterkopf gehabt, wo die das erste Mal kam mit Kartenleger. Und dann, okay, mach dich frei, glaub dran. Und jetzt kommt halt eins ums andere und das ist okay. Und es macht ja auch keinen Sinn mehr, mit Tiere zu essen. Also das ist ja völlig verblödet heutzutage. Es gibt ja, glaube ich, 1000 Gründe. Es gibt einen Grund, kein Fleisch mehr zu essen und 1000 Gründe dagegen, weil es schmeckt und also gut und so weiter. Aber das ist ja gar nicht wahr, wenn du ein Stück Fleisch in der Hand hast und würdest das nicht und ist das so. Dann kotzt doch jeder. Hm. Ja. Schon mal ausprobiert. Ja, stimmt.
so Morgensteak. Ja. Und dann ist halt jetzt, stelle ich mir vor, einfach auch mit so einer Ernährung der Stuhlgang besser. Absolut, absolut, ja. Absolut. Gut, jetzt kam ich natürlich, 5 Tage waren wir am Lago Maggiore mit Freunden, waren wir beim Völlerei. Völlerei 10. Da waren wir 5 Tage im Kosovo. Jeden Tag, also für mich echt ungewöhnlich, boom, boom, rein, wie so Masch, ganz wieder, wenn man nicht mehr vorkommt. Aber gut, jetzt geht's auf die Insel wieder und dann geht's wieder weg. Und was gab's da jetzt? In Italien gab's Pasta, ist ja klar, vom Feinsten. Ja. Trüffelpasta oder, ja, die können das halt. Ja. Was mir sehr verwundert hat im Kosovo, war an mich sowieso verwundert. Super Land, super, super Menschen dort. Tolle Restaurants, also wirklich tolle Läden. Also seid ihr auch in Kosovo gekommen? Also über den Dardan. Ja. Mhm. Und der wollte uns natürlich auch mal zeigen, wo seine Designer herkommen. Die kommen ja zum Teil von dem Material, was er jetzt auch in seine Läden reinbaut hat. Und das Lycar kommt von da. Und da musst du in Heilbronn lange suchen, bis du solche Läden findest. Ja. Mhm. Also wirklich geil. Und auch das Essen, sehr gut, abwechslungsreich, wie so ein mediterranes. Viel Salat. Aber du gehst halt dann doch jeden Tag irgendwie weg und trinkst halt viel zu viel. Wäre dann auf Alkohol verzichten, wäre schwieriger als auf Milch- und Fleischprodukte dich? Aber nee. Überhaupt dann, nee. Wir haben da unter 5 Tage keinen Alkohol. Dann geht man aber am Wochenende raus und trinkt eine Flasche Wein oder so und dann reicht das. Nee. Alles in Maßen. Ich habe vor kurzem eine schamanische Session gehabt mit einem Schamane auf der Insel. Mhm. Habe dieses Getränk zu mir genommen. Weiß nicht, ob man das sagen darf. Ja. War ja nicht in Heilbronn. War ja nicht in Heilbronn, genau. Und das hat mich auch ziemlich entspannt gemacht, sagen wir mal so. Mhm. Und ich suche ja dann schon lange dieses Leben in Balance. Mhm. Ja, und da kommst du halt immer näher. Dann. Was ist hier los? Wahrscheinlich Schienenersatzverkehr oder so. Ah, okay. Könnte ich mir vorstellen. Okay, und wie oft triffst du dann so einen Schamanen oder einen Kartenleger? Oder? Wir waren in Hawaii, haben eine schamanische Ausbildung gemacht. Bei einer Schamanin, meiner Deutsche, die da gewohnt hat. Und gleichzeitig haben wir auch Delfinschwimmer praktiziert, was ein absoluter Hammer ist. Und einmal in der Nähe mit diesen Fischen bist, mit diesen Geschöpfen bist und guckst in deren Augen, dann ist alles klar. Ja, könntet ihr ja auch auf La Palma machen, oder? Das ist als Nächste. Wir wollen uns so ein kleines Zodiac irgendwann nochmal zulegen, diese kleine Schlauchbolle. Machen nochmal eine Ausbildung, auch bei der Frau. Wie man richtig mit Delfinen schwimmt, also wie man einfach auf alles dann auch achtet. Und dann wollen wir das drunter machen. Wir haben Delfine vor Ort. Ja. Einfach raus und dann rein. Es war echt sagenhaft. Kann man nicht beschreiben, was man da fühlt, aber das ist wirklich toll. Was machen wir sonst mit dem Schamane? Machen wir natürlich nicht jeden Tag irgendwas. Klar, das wird höchstwahrscheinlich jetzt nochmal passieren, aber dann hat man halt die anderen Freunde, mit denen man viel unternimmt. Ja. Ob das jetzt. Und hattet ihr hier in Heilbronn irgendwie auch so eine Community? Oder ist es schwierig, in Heilbronn so offene Leute in dieser Beziehung zu finden? Ich denke schon, dass es sie gibt. Ja, aber die Verbindung zwischen dieser Gastronomie und dem Thema begreife die Menschen dann halt nicht. Also, du wirst hier in deine Schublade gesteckt. Ja, und, natürlich wird über dich so viel Scheiß erzählt, ja, was zum Teil ja gar nicht stimmt. Aber das hören halt dann irgendwelche Leute, die sagen, ja, nee, nehmen können das wieder. Das wollen wir mit so einem da. Ne? Und das ist halt das Gute gewesen, wenn du da runterkommst auf die Insel, bist du, wer du bist. Mhm. Ja, in dem jetzigen Zustand, da gibt es nichts, der macht das oder der. War das für euch? So viel. Bitte? War das für euch auch cool da unten? Also ja. Ne, die Leute kennen ja keine Vorgeschichte. Genau, so, genau. Man fängt bei null an, Und das ist kann super. Sich auch neu erfinden oder positionieren. Neu definieren. Ja. Neu definieren. Ja.
hat euch das auch nochmal irgendwie, weiß nicht, so eine Art Befreiung? Ah ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Wir haben das ja, dadurch, dass wir ja nie statisch waren, dass wir ja im Winter im Feldberg waren oder dann auch mal in Wetzlar, haben wir natürlich auch dort schon das Gefühl von anderen Leuten bekommen, dass wir als Paar echt funktionieren. Mhm. Siehst, ja. Die hört uns nicht, weil wir so leise sind. Ja, ja, das ist bei meinem Auto genauso. Hast du gleich so einen Piepser drin? Ihr habt da so einen Piepser, wo du bei verkehrsberuhigte Zone einschalten musst. Haben mir die Hagelauer Leute nicht erklärt, ja, was okay, ich nicht. Ja, also wie gesagt, das haben wir dann schon, das wussten wir ja dann schon, aber jetzt ist halt nochmal eine Nummer anders. Also und euch war aber schon bewusst sozusagen, welche Enge Heilbronn für euch und euer Sein ja, auch bedeutet, oder klar. Ist das erst dort? Nö, nö, das war vorher, das hatte ich ja vorher schon. Mhm. Lichtluftbahn. Jawohl, genau. Man sieht jetzt die schöne Fläche dahinter nicht, die auch toll für Kids ist. Ja. Und tatsächlich super gutes Essen. Und hat ja auch irgendeine Geschichte, glaube ich, es war doch mal so Freikörperkulturbad, oder? Genau, mit so einem Kneippbad. Ja, und hier ist man zur Erholung gegangen und auch mal abgebrannt, wie so viele. Ja, ja, genau. Und der Koch, der macht das wirklich gut. Mhm. Hat eine gute Ausbildung hinter sich. Nee, das war ja, das fängt ja dann in Heilbronn im Winter an mit der grauen Zeit, mit diesem Regen, mit diesem. Und das, dann ist ja jeder Scheiße drauf hier. Mhm. Und das musst du wirklich nochmal geben. Bist du so mit der fröhlichste Mensch in Heilbronn? So? Bestimmt nicht. Da gibt es bestimmt noch fröhlicher. Aber im Moment ja. Also wenn du schaffst, dass du morgens aufwachst und irgendwo so Lidl trällerst und vor dich hinpfeifst, dann. Ist das für mich schon eine Zeichen, dass ich fröhlich und bin und dass mir das gefällt hat. Ja. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann mal wirst du auch zu so einer frohen Natur. Was soll der ganze Scheiß? Wer soll dich dann ärgern und wer soll dich da irgendwie das Leben verschlechtern? Aber die Erkenntnis hast du mit 30 auch nicht. Nein, okay. Natürlich nicht. Da wollte er mit 45 nur aufhören zu arbeiten. Mhm. Ja. Was auch illusorisch ist. Heute also einmal will man das dann auch tatsächlich nur noch nicht tun? Ach, das ist doch Blödsinn. Ja. Das ist doch Blödsinn. Geht ja gar nicht. Ja, und durch unser ganzes Rentensystem ist das für uns sowieso nicht möglich. Aus dem Grund haben wir natürlich auch, sind wir in diese Richtung eingeschlagen. Diese Vermietung können wir noch, kann ich noch mit 115 machen, mit meinem Rückstock oder mit meinem Rollator rumfahren. Mhm. Und irgendwelche Buchungen dann über so virtuelle Systeme dann denkt man sich die Buchung und ja, genau, du empfängst dann, den Gedanken, genau, wenn dann zu dem Termin noch was frei ist. Genau. Und zahlt dann mit irgendeiner Kryptonwährung, wenn es überhaupt noch. Brainpal. Ja, ja. Also gut, die Welt wird irgendwann mal gut werden, wenn es kein Geld mehr gibt. Ne? Ich glaube, das ist das größte Mal. Aber so nur noch so Social Coins, wie sie es jetzt in China anfangen, will man ja auch nicht. Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, wo das sich entwickelt. Ich habe vor 2 Jahren mal Bitcoins gekauft, bin mit denen hoch und runter gegangen. Die stehen jetzt wieder irgendwie nicht schlecht dann und dann höre dann wieder, dass irgendeiner was macht, dann gehen sie wieder runter. Verstehst sowieso die Welt nicht. Mhm. Das ist völlig Blödsinn. Wo hat es bei dir aufgehört, die Welt und die Fortentwicklung noch zu verstehen? Beim Fax? Nee, aber. Wobei das wirklich das Fax alles verändert hat. Ja. Ja, gerade solche Geschichten wie diese Geldanleihe und dieses Bitcoin, das ist ja wirklich nur für mich unverständlich, dass man einen Rechner braucht und das macht das. Blödsinn. Für was? Aber das Fax war wirklich schuld an der heutigen Entwicklung der Menschheit. Damit hat es angefangen. Ich habe da früher noch bei meinem Vater diese Angebote geschrieben für Kunden und dann. Und das war so toll, du hast die Anfrage bekommen, meistens per Telefon. Hast du gesagt, ja, ich schicke sie ihnen, dann ging eine Woche rum und dann haben die ein Angebot bekommen und jeder war zufrieden. Nachdem das scheiß Gerät dann kam, ja, oh, Fax ist immer das mal geschwind durch. Ja. Und dann war alles durcheinander. Und natürlich machst du Fehler, machst das macht alles keinen Spaß. Andere Geschichte, ich hatte ja auch gesagt, eine feste Rubrik bei uns ist, dass der Fahrgast ein Thema mitbringen darf. Kann, über das er gerne sprechen möchte. Haben wir doch schon alles gemacht, glaube ich. Haben wir alles schon gemacht. Haben wir alles schon durch.
Wir könnten, na ja, gut, diese Achtsamkeit haben wir ja auch durch, was mir heute nicht gefällt, diese ganze, wie man miteinander umgeht, wie die soziale Facebook und alles das ganze Zeugs verändert. Heilbronn haben wir auch schon gehabt, was schön und nicht schön ist. Aber dann sag doch mal, weil wir da so ganz konkret noch nicht waren, was soll denn mal in Hawaii stehen und von euch bewohnt und belebt werden? Wie sieht es aus in eurer Gedankenwelt? Also für meine Frau sieht es aus, dass es ein grünes Haus ist, eine weiße Stufe. Und ich da dran stehe mit weiße lange Haare. Das okay. War, das ist so mal dieses... So Gandalf? Dieses, ja, genau, Gandalf, der Weiße dann, genau. Ich denke, wir müssen das Gleiche machen, wie wir jetzt auch machen in La Palma. Wir brauchen dieses Income über diese Vermietung. Wir brauchen natürlich auch die Menschen, das ist auch wichtig, weil das ist ja, das macht mir höchstwahrscheinlich jetzt auch am meisten Spaß, dann diese Menschen da zu begrüßen, die verschiedensten. Wir haben einen Bekannterkreis, der geht um die ganze Welt. Und ich denke, wenn man dann so einen Platz hat, dann kommen die auch. Und dieser Austausch, auf den freue ich mich ganz arg, also auf diese ganze Verschiedenheit von Menschen. Gastgeber bist du schon sehr gerne, oder? Ja, das macht schon Spaß. Wir wollen auch einmal in der Woche kochen für die Leute. Mhm. Wir wollen das mit ein bisschen vegan machen. Wir haben dort ziemlich viel Mango- und Avocado-Bäume. Die kriegen dann ihre Früchte morgens dahingestellt und das, was halt gerade wächst. Ja, der Gastgeber ist schon so eine Geschichte. Ja. Mhm. Mir Spaß macht. Und auch uns beide Spaß macht, also meine Frau. Okay, aber grünes Haus, weiße Stufen. Weiße Haare, genau, vielleicht mit so einem wunderbaren, schönen, noch ein schöneres Hawaiian wie das. Und dann halt so einen Shop machen, ja. Und dann nicht weit weg vom Meer. Mhm. Vielleicht kann ich bis dahin auch surfen. Willst du es noch lernen? Ja, klar. Wir haben ja einen Surfer in der Gruppe, einen Kitesurfer. Wir brauchen natürlich jetzt am Anfang ein langes, schweres. Was kannst du dem beibringen, wenn der dir Kiten beibringt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann sehr gut schwimmen. Wir können natürlich diese Familienstände-Geschichte können wir übernehmen in der Gruppe. Kochen zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist doch ein guter Tauschstil. Glaube ich auch. Ja, das mit dem Surfen, das macht bestimmt Spaß. Wir müssen natürlich noch 20 Kilo runter, was aber auch dort unten kein Problem mehr sein wird. Wenn ich nicht immer so oft hierher kommen muss. Wie oft musst du herkommen? Ah ja, wie ist halt. Jetzt im September. Wir fliegen jetzt am Mittwoch wieder zurück, weil die Alex hat. Also wenn der Podcast Freundin rauskommt, bist du auf La Palma und hast einen dort. Ja, kann sein. Ja. Und dann kommen wir dann Ende August wieder zum Saison-Closing und zum Abbau und allem drum und dran. Da feiern wir nochmal. 30. August. 30. August, genau. So. 30. August. Und dann, wann geht's für. Also rüber, dass ihr überwintert, dann kommt ja, das ist dann, genau, das ist dann im Weihnachten auch? Ah, ja, oder? Natürlich, um Gottes Willen. Kommen da Leute aus Heilbronn? Weißt du nicht, keine Ahnung, sehr mal alles. Ist einfach schön, wenn du Weihnachten in kurze Hose feiern kannst. Du brauchst keinen Tannenbaum? Ich brauche keinen Tannenbaum. Meine Tannenbäume waren früher aus Stahl oder aus Plastik oder so, also ganz unromantisch. Und jetzt brauche ich gar keinen mehr. Guck mal, da ist dein kleiner Flitzer. Genau. Da ist der kleine Flitzer, genau. Ich park noch mal ab und dann sind wir schon am Ende, Ralf. Wahnsinn, das hat echt Spaß gemacht. Das war mir ein Fest. Für mich auch, das war für mich wirklich so eine Geschichte. So ein, du überlegst dir die letzten 30, 40 Jahre und das ist echt. Auch mit dieser Playlist, die da ist. Da ist alles dabei. Cool. Toll. Danke. Vielen Dank. Schön war's. Ciao. Ciao. Tschüss.